Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir werden uns in der folgenden etwa einstündigen Diskussion zwei EU-Mitgliedstaaten widmen, in denen geschichtspolitische Diskurse von staatlicher Seite zwar weniger stark gelenkt werden als in Polen und Ungarn, aber natürlich stehen auch diese Länder vor einigen Herausforderungen, die wir hier thematisieren möchten. Wir blicken nun nach Tschechien und Estland. Um die Brücke zur Diskussion mit dem Titel Autoritäre Traditionen und Neuanfänge zu schlagen, möchte ich zu Beginn zum einen das Motto der derzeitigen estnischen EU-Ratspräsidentschaft erwähnen, das heißt Einigkeit durch Gleichgewicht. Zum anderen möchte ich den ehemaligen tschechoslowakischen und tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel zitieren, der sich immer für eine Geschichtspolitik im aufklärerischen Sinne eingesetzt hat und für den in diesem Zusammenhang eine Versöhnung in Europa absolute Priorität hatte. 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sagte Havel während einer Rede im Europäischen Parlament, ich zitiere: Die Frage ist natürlich, was wir Europa bieten können. Ich glaube schon lange, dass wir nach dem, was wir in der Zeit des totalitären Systems auf uns genommen haben, diese Erfahrung den anderen überzeugend erklären und alles, was aus ihr folgt, in konkrete Impulse verwandeln müssen. Wir sind dazu gerade verpflichtet. Das ist nicht einfach und ich bin nicht sicher, dass es uns bisher gelungen ist. Ausgehend von den Diskussionen zu Polen gestern und Ungarn heute Morgen möchten wir nun einen Vergleich mit anderen postkommunistischen Gesellschaften wagen, die auch beide 2004 der EU beigetreten sind. Eva Klarita Petai und Jakub Jarosz werden zum einen einige für Estland und Tschechien spezifische Besonderheiten beschreiben. Außerdem werden sie Ähnlichkeiten und Unterschiede geschichts- und erinnerungspolitischer Diskurse im Vergleich zu Polen und Ungarn herausarbeiten. Und ich hoffe, dass wir in Anbetracht der Zeit dann auch noch, dass es uns auch noch gelingen wird, in der Diskussion einige Gründe für diese, vor allen Dingen für die Unterschiede zu benennen. Bitte erlauben Sie mir nun, dass ich Ihnen unsere Gäste kurz vorstelle. Dr. Eva Klarita Petai ist seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Imre Kertész-Kolleg der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo sie den Projektbereich Geschichte und Öffentlichkeit mitkoordiniert. Frau Petai ist Redakteurin des Cultures of History Forum, einer Online-Plattform, die sich den geschichtskulturellen Prozessen in den Gesellschaften Mittel- und Osteuropas widmet. Sie promovierte am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, lehrte und forschte an den Universitäten Tartu und Tallinn und wirkte in zahlreichen nationalen, regionalen und europäischen Forschungsprojekten und auch Netzwerken mit. Herzlich willkommen, Eva. Einen Moment, ich stelle nur ganz kurz noch, damit wir das schon hinter uns gebracht haben, weil dann können wir weiter diskutieren. Dann zu meiner Linken Herr Dr. Jakub Jarosz. Er ist seit 2017 Mitglied in der Forschungsgruppe Museum im Gespräch am Institut für das Studium totalitärer Regime in Prag. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Institut kennen, nur ganz kurz dazu. Das Institut wurde nach etwa zweijähriger Vorbereitungszeit mit einem Gesetz aus dem Jahr 2017 ins Leben gerufen und dieses Gesetz wurde von einer Gruppe von Senatorinnen und Senatoren initiiert. Entschuldigung, 2007 natürlich, klar. Herr Jarosz ist Beiratsmitglied des Cultures of History Forum. Wir haben hier also eine Kollegin und einen Kollegen am Tisch. Er promovierte an der Karls-Universität in Prag und war von 2011 bis 2016 Historiker am Institut für Geschichte und im Archiv der Karls-Universität. Er lehrt außerdem an der Karls-Universität Museumsstudien und hat als Kurator und Autor zahlreiche Ausstellungen gestaltet. Herzlich willkommen, Jakub. So, Eva, und jetzt bist Eva Klarita, jetzt bist du dran. Meine Frage: Inwieweit werden in Estland öffentliche Erinnerungsdiskurse von staatlicher Seite gelenkt? Wer setzt wie geschichtspolitische Impulse? Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht gleich an das vorige Panel anschließen und vorwegnehmen, dass ich erst eine Bemerkung und dann drei Gedanken oder vier Gedanken hier vorstellen möchte, die ich mit estnischen geschichtspolitischen Entwicklungen verbinde. Erstmal möchte ich den Veranstaltern danken, dass sie mir erlauben, tatsächlich nur über Estland zu reden und nicht über die drei baltischen Staaten. Das ist normalerweise so, aber diese drei Länder sind doch sehr unterschiedlich, auch gerade im geschichtspolitischen Bereich.
Und insofern bin ich sehr dankbar, dass ich mich heute ausnahmsweise mal nur auf Estland fokussieren darf. Erste geschichtspolitische Rahmen wurden in Estland natürlich mit der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit gesetzt. Insofern, als sich in der Unabhängigkeitsbewegung der Narrativ durchsetzte und dann auch international anerkannt wurde, dass dieser Staat wiederhergestellt wurde und dementsprechend 1940 widerrechtlich, völkerrechtswidrig okkupiert worden war. Daraus abgeleitet wurden einige Pflöcke eingeschlagen, gleich zu Anfang der 90er Jahre, die auch spätere geschichtspolitische Entwicklung dann geprägt haben. Allen voran die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung, in der eben ein Großteil der Bevölkerung, meistens russischsprachige Einwanderer aus der während der Sowjetzeit, die nach 1940 ins Land kamen, von der Staatsbürgerschaft zunächst ausgeschlossen wurden. Das heißt, das Staatsvolk wurde definiert als all jene, die vor 1940 im Land gelebt hatten und ihre Nachkommen. Das hat damit einhergehend mit dieser Narrative von der legalen Kontinuität, mit der staatsrechtlichen Kontinuität, ist natürlich eben diese Narrative von der Okkupation und von der Viktimisierung, der kollektiven Viktimisierung der Esten während der Sowjetzeit, 50 Jahre Okkupation, geht einher. Die wurde dann auch entsprechend im öffentlichen Raum gepflegt, in dem Sinne, dass Gedenktage eingeführt werden, allerdings relativ wenige, wenn man es vergleicht mit anderen osteuropäischen Ländern, wenige Gedenktage, die an Unabhängigkeitstag und auch einer an die Opfer der Massendeportation von 1941 erinnern. Was man sagen muss, also jetzt zum ersten wirklichen Gedanken, den ich sage, wenn ich an estnische Geschichtspolitik denke, dann würde ich sagen, über die letzten 25 Jahre war estnische Geschichtspolitik in erster Linie hatte es eine außenpolitische Stoßrichtung. Und sowohl nach Osten als auch nach Westen. Nach Osten natürlich auch immer noch ist es sehr beeinflusst und wird geprägt von der zunehmend, ja, wie soll man es sagen, sowjetischen Narrative, die aus Russland kommt, der Wiederinzweifelstellung der widerrechtlichen Okkupation, Widerreden von der freiwilligen Beitritt und dergleichen, der man entgegenwirkt in der estnischen Öffentlichkeit. Nach Westen hin war es der Wunsch nach Anerkennung, Anerkennung der eigenen Opferrolle während der Sowjetherrschaft. Und das spiegelte sich dann wieder zum Beispiel, als nur ein Beispiel, in der Etablierung von zum Beispiel einer Historikerkommission, die allein international besetzt war mit internationalen Experten, die vor allen Dingen außenpolitische Funktion hatte, insofern als sie dem Westen nachgab, sage ich jetzt mal so plakativ, den westlichen Forderungen nachgab, Holocaustforschung voranzutreiben in Estland, sich damit auseinanderzusetzen, gleichzeitig aber auch dem Westen beibringen wollte, was passiert ist während der Sowjetzeit. Das heißt, diese Kommission hatte ein doppeltes Mandat, auch die sowjetische Herrschaft zu erforschen und vor allen Dingen auch die Opfer von Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eben ganz klar herauszuarbeiten, um den Westen zu erziehen, wenn man mal so wollte, weil allgemein die Vorstellung und auch das Gefühl war, dass diese Tatsachen nicht bekannt waren. Nach Osten hin gibt es wenig Bemühungen, einen Dialog aufzubauen, da komme ich später noch zu. Wenn es um interne Maßnahmen gab, also sprich die Errichtung von Mahnmalen oder Gedenkstätten, dann galten diese Initiativen eigentlich primär dem Zweck, den sowieso vorhandenen Konsens des estnischen Volkes als Opfernation noch weiter zu stärken. Also es gab nicht wirklich eine Debatte. Das ist überhaupt etwas, was meiner Meinung nach die estnische Geschichtspolitik auszeichnet, dass es relativ wenig öffentliche Debatte gibt. Denn es ist alles, wenn denn neue Gedenktage eingeführt werden oder wenn Statuen aufgebaut werden oder wenn Museen eröffnet werden, dann nur vor diesem Hintergrund eines Konsensus über die Opferrolle, über die eigene Opferrolle oder wenn dann über das widerständige Verhalten der Esten während der Sowjetherrschaft. Ich möchte einen Gedanken aufgreifen, der gestern, ich glaube auf dem Ungarn-Podium, ich glaube von Andrea Pette vor allen Dingen geäußert wurde, ist die Frage der Infrastruktur. Und hier zeichnet sich meiner Meinung nach Estland tatsächlich aus durch eine sehr deregulierte
öffentliche oder eine deregulierte Infrastruktur der geschichtspolitischen Auseinandersetzung. Damit meine ich, dass es sehr wenig gesetzgeberische Eingriffe gibt in die öffentlichen Debatten. Es gibt wenige Institutionen, staatliche Institutionen, die den offiziellen Auftrag haben, Gedächtnisarbeit oder auch Forschung zu betreiben. Es gab Kommissionen, wie gesagt, die wurden dann aber beendet. Die haben ihre Reports geschrieben und wurden dann auch aufgelöst. Und es gibt ein weiteres Merkmal, es gibt auch weniger Gesetze, die jetzt in Polen versuchen, bestimmte historische Interpretationen zu verbieten oder auch die Verneinung des Holocaust zu verbieten. Dergleichen gibt es nicht. Da dominiert in Estland der liberale Block in der Politik, der eben dann sagt, das ist eine Verletzung der Redefreiheit. Das heißt, die Infrastruktur ist weitgehend nicht staatlich. Die Akteure, die sich mit Geschichte und mit Erinnerung befassen, sind überwiegend nichtstaatliche Akteure, die aber natürlich um die staatlichen Gelder, die öffentlichen Gelder konkurrieren. Zu den Akteuren, es gibt die Parteienlandschaft ist wahrscheinlich wenig bekannt. Es gibt vielleicht hier ganz kurz gesagt, es gibt eine Partei, die vor allen Dingen die nennt sich Vaterlandsunion, Isamalit. Das sind die geschichtspolitischen Akteure auf der politischen Ebene, die immer wieder Initiativen anstoßen, die immer wieder die Opferrolle hervorheben, die sich dafür einsetzen, Entschädigungen oder irgendeine Art von Kompensation an die Opfer der Deportationen und der stalinistischen Terrors zu zahlen oder ihnen zu gewähren. Das sind Leute, die hinter eben Initiativen jetzt mit dem Mahnmal für die Opfer des Kommunismus zum Beispiel, was nächstes Jahr eröffnet werden soll. Hinter solchen Initiativen steht meistens diese Partei. Es ist eine sehr kleine Partei. Die sind meistens so um die 13-14% in den Wahlen. In den letzten Wahlen waren sie bei 13. Aber sie sind kontinuierlich bei anderen Regierungskoalitionen beteiligt und können damit immer Akzente setzen. Sie sind aber, ihnen gegenüber steht eine Mehrheit der politischen Landschaft, die eher, wie ich sagen würde, geschichtspolitische Agnostiker sind. Das sind Leute, das ist die liberale Partei, die Reformpartei, aber das ist auch die Zentrumspartei, die vor allen Dingen die russischen Wähler bindet, die Geschichtsfragen, Fragen der Vergangenheit eher aus dem Weg geht und eher den Blick in die Zukunft wendet und sagt, die Vergangenheit wollen wir mal ruhen lassen. Gerade auch die Zentrumspartei, die eher russlandfreundlich ist, vermeidet historische Fragen, vermeidet historische Debatten ganz ausdrücklich. Es gibt natürlich einen ganz zentralen eine geschichtspolitische Teilung innerhalb des Landes und die betrifft die russischsprachige Minderheit, die heutzutage überwiegend die Staatsbürgerschaft Estlands oder Russlands haben. Zwischen der Mehrheitsbevölkerung der Esten, unter denen es tatsächlich einen weitgehenden Konsens gibt zu den wesentlichen historischen Narrativen, und der russischen Minderheit gibt es keinen Dialog und gibt es auch meiner Meinung nach wirklich eine Dialogunfähigkeit auf beiden Seiten. Auf estnischer Seite sieht man einen langsamen Generationenwechsel mit jüngeren Historikern, jüngeren Aktivisten in der NGO-Szene, die Fragen stellen, die sich auseinandersetzen wollen, die auch die Geschichtsbilder in Frage stellen, die Dominanten. Aber ihnen fehlt der Dialogpartner. Und hier kommt Russland auch wieder mit ins Spiel, dass die historischen Narrative eben auch zunehmend, spätestens seit 2008 und dem Georgienkrieg, als eine Sicherheitsfrage rezipiert werden in der Öffentlichkeit. Das heißt, jede Art von, das führt recht weit, das ist einmal die kollektive die Meinung, dass alle Russen die putinsche Narrative von dem freiwilligen Beitritt und von den Wohltaten der Sowjetunion für die Balten und so weiter teilen und damit sozusagen von vornherein ausgeschlossen wird, dass man sich unterhalten könnte und dass es tatsächlich eine Dialogfähigkeit gäbe zwischen beiden Seiten. Aber es führt auch dazu, dass natürlich auch inneristisch, also Esten, die dominanten Narrative im Land in Frage stellen, eher in der Minderheit sind und eher nicht gehört werden. Denn dann wird gleich gesagt, oh, wir dürfen uns nicht zerstreiten, jetzt mal ganz platt gesagt, denn das macht uns schwach und dann steht Russland da und kommt.
Und das ist natürlich mit der Ukraine-Krise noch viel mehr verstärkt worden, diese Ängste, dieser Sicherheitsnarrativ, der alles dominiert und gerade auch im geschichtspolitischen Bereich sehr stark vorhanden ist. Das heißt, der Mangel an Dialog zeichnet die Beziehung zwischen russischer Bevölkerung im Land und Esten aus und wird eben nicht unbedingt leichter, das zu überwinden angesichts putinscher Politik, Geschichtspolitik in den letzten Jahren. Aber damit möchte ich jetzt erstmal enden. Ich glaube, das hat schon genug Stoff für Diskussionen gegeben. Vielen, vielen Dank, Eva Clarita. Jakob, ich kann gerne applaudieren. Es sind ja schon ein paar, würde ich mal sagen, Ähnlichkeiten angeklungen mit Polen und Ungarn, diese außenpolitische Stoßrichtung, wenig öffentliche Debatte, aber eben auch ein ganz zentraler Unterschied, nämlich eine völlig andere politische Landschaft. Und du hast gesprochen, die Infrastruktur ist eigentlich dereguliert. Das würde ich mal hier schon festhalten wollen. Und jetzt schaue ich Jakob an und frage ihn, wie gestaltet sich das in Tschechien aus deiner Sicht? Hallo, guten Tag. Ja, in Tschechien. Wir haben vorher mit den Kolleginnen darüber lustig gemacht, dass wir nach Ungarn und Polen ein bisschen Harmonie bringen sollten mit diesem Panel. Ich würde sagen, aus Tschechien kommt eher Ruhe oder Stagnierung sogar. Ich werde besonders über die Geschichtspolitik gegenüber den Museen und Gedenkstätten sprechen. Ich habe das niedergeschrieben, ich würde es halb lesen, halb vorlesen, aber ich werde in 10 Minuten fertig sein. Die autoritären Traditionen in der Normalisierung in den 70er und 80ern spielten die Gedenkstätte und Museen eine wesentliche Rolle in der offiziellen Geschichtspolitik. Zwischen den Jahren 73 und 85 sind in damals 300 existierten tschechoslowakischen Museen 157 neue Expositionen entstanden und sie wurden nach einheitlichen Richtlinien gestaltet und erzählten eine Geschichte, kurz gesagt, in deren Zentrum das tschechische Volk und sein sozial, wirtschaftlicher und politischer Fortschritt stand, mit einem Höhepunkt in dem sozialistischen Staat. In die Ära nach 1989 traten die museale Einrichtungen mit diesem ideologischen Erbe ein. Das Misstrauen der Öffentlichkeit sowie die Abschaffung der organisierten Besuche folgten dann in dramatisch sinkenden Besucherzahlen. Der Staat, damals meistens von den ehemaligen Dissidenten repräsentiert, hat die Museen ihrem Schicksal gelassen eigentlich mit einem Argument, dass es sei jetzt eine Angelegenheit der Zivilgesellschaft, die Geschichtspolitik zu gestalten. Dies änderte sich, und zwar am Ende der 90er, mit Eintritt einer neuen politischen Generation, die von damaligen Ministerpräsidenten und späteren Präsidenten der Republik repräsentiert ist, Václav Klaus und Miloš Zeman. Im Jahre 2000 verabschiedete die Regierung Zemans ein Projekt, Zitat, der Rehabilitierung der Gedenkstätte der Kämpfe für Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie. Und mit einem Aufwand von 850 Millionen Kronen, das war damals etwa 24 Millionen Euro, wurden die Gedenkstätte in Lidice, Theresienstadt und Nationalgedenkstätte des Zweiten Weltkriegs in Hrabině, ist bei Ostrau, rekonstruiert und mit neuen Expositionen ausgestattet. Außerdem wurden neue Gedenkstätte von Edvard Beneš, Tomáš Garrigue Masaryk und von der kommunistischen Lager Vojna, ist bei Příbram, etwa 60 Kilometer von Prag, gegründet und mit den ständigen Ausstellungen ausgestattet auch. Und außerdem entstand noch in Prag eine Ausstellung der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert im Vítkov Hiegel in Prag im ehemaligen Mausoleum von Klement Gottwald. Diese neuen Ausstellungen und auch gestärkte Öffentlichkeitsarbeit brachten dann erneut die Besucher und öffentliche Interesse. Aus der inhaltlichen Seite brachten die Ausstellungen einige ganz neue Akzente. Beispielsweise in Lidice werden jetzt persönliche Geschichten der Opfer vorgestellt, im Kontrast zur bisherigen Betonung des Dorfkollektives. Oder in Theresienstadt, in der kleinen Festung,
gibt es auch Informationen über die Nachkriegslage für vertriebenen Sudetendeutschen. An der anderen Seite, beispielsweise in Hrabinje, Vojna, teilweise auch in Terezín und vor allem in Vítkov in Prag, blieb die narrative Struktur und auch das Kern der Geschichtserzählung erhalten. Weiterhin steht im Zentrum die tschechische Nationalgemeinschaft und ihre Konfrontation mit der nazistischen und neu auch mit der kommunistischen Unterdrückung, die letztendlich aber in einem Sieg der Tschechen mündet. Das Ziel ändert sich, aber der Rahmen der Erzählung blieb nach wie vor derselbe. In der gleichen Richtung, meiner Meinung nach, zielt jetzt auch das Nationalmuseum. Die Hauptgebäude auf dem Wenzelsplatz in Prag ist jetzt geschlossen seit 2011 wegen einer Gesamtrenovierung. Und nach der Eröffnung sollten auf die Besucher auch ganz neue Ausstellungen warten. Die Geschichte der Renovierung ist schon dem Berliner Flughafen ähnlich. Es sollte 2016 fertig sein, jetzt ist das Datum 2020 diskutiert, aber es ist nicht sicher, dass es geschafft wird. Noch länger wird das Libretto vorbereitet, seit 2009. Es gibt schon mehrere Versionen, aber die Autoren betonen immer noch, dass sie nicht bereit sind, das Konzept der öffentlichen Debatte aufzustellen. Die vorläufige Version, die jetzt auf der Museums-Internetseite steht, zählt mit einer Exposition, das heißt Geschichte um uns, die tschechische chronologisch von Přemyslíden über Luxemburger zu Husiten, Habsburger und schließlich zum modernen 19. und 20. Jahrhundert verfolgt. Der breitere Kontext ist durch einen Teil zur Geschichte Mitteleuropas repräsentiert. Außerdem wird ein Münzkabinett und ein Schatzkammer geplant. Also ja, das Libretto ist eigentlich nur eine Liste der Themen. Es fehlt an klarer Fragestellung und Offenbarung der Standpunkte der Autoren. Der Plan erinnert eigentlich an ein traditionelles Geschichtsbuch. Es gibt einige kritische Stimmen gegenüber diesem Plan, aber eigentlich sie erwecken keine Resonanz in der öffentlichen Debatte. Man kann sagen, die künftige Ausstellung stört niemanden, als auch die immer längere Schließung des Museums. Es gibt nur einige enttäuschte Kommentare der ausländischen Touristen im TripAdvisor. Aber das ist alles, was geschieht. Man kann sagen, dass in der zentralen nationalen Geschichtserzählung keine Kontroversen gibt. Die kommen erst dann, wenn man in den Hauptstrom auch die anderen Nationalitäten und Ethnizitäten eingliedern versucht, und das vor allem die böhmischen Deutschen und Romas. Die schärfsten Streite in Tschechien um geschichtspolitische Fragen konzentrieren sich um das ehemalige Konzentrationslager für Romas in Lety bei Písek, wo während des Zweiten Weltkriegs Romas durch tschechische Polizisten überwacht wurden, ja, was offensichtlich dem üblichen Stereotyp über die netten Tschechen und die bösen Deutschen widerspricht. Am Ort des Lagers steht seit 70er Jahren ein Massenschweinemast, und es wird schon seit 90er diskutiert, ob der Staat diese Mast von dem privaten Eigentümer auskaufen sollte. Das geschieht bis heute nicht, obwohl in diesem Sommer, im August, die Regierung endlich den Abkauf verabschiedete. Das war mit einem Skandal mit Andrej Babiš verbunden, weil er irgendwo in Nordböhmen erwähnte, die Romas wurden nur deshalb bestraft, weil sie nicht arbeiten wollten. Und danach aber, er ist ein Pragmatiker, er hat das widerruft und eigentlich hat geholfen, dass jetzt der Abkauf passieren sollte. Der andere Fall ist Geschichte vom Museum der Deutschen in Böhmen. Das tschechisch-deutsche Projekt in Ústí nad Labem, das 7 Jahrhunderte vom Zusammenleben der Deutschen und Tschechen dokumentieren sollte. Es war sehr speziell in Tschechien, es war wirklich professionell und auch ganz offen vorbereitet im Vergleich zum Nationalmuseum. Die Ausstellung ist schon fertig, aber in einem Modell, 1:50. Und dann im Jahre 2014 haben die Politiker an der Stadtebene in Ústí, an der Regionebene und auch an der Zentralebene
die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung für das Projekt gestoppt. Die Direktorin des Projekts wurde abberuft. Und nicht offiziell, aber hinter den Kulissen wurde oft erwähnt, die Ausstellung sei zu untschechisch. Also das sollte der Grund sein. Aber das ist nicht offiziell, das wurde nie diskutiert, so wie zum Beispiel in Polen oder in Ungarn. Jetzt wurde ein neuer Direktor, ein kompetenter Historiker erwählt und die Ausstellung bekam auch das Geld für die Realisierungsphase, aber es blieb schon dieser bittere Geschmack von diesen Streitigkeiten. Ich komme zum Schluss. Am nächsten Wochenende haben wir Wahlen in Tschechien. Ich habe die Stimmzettel in der WANZ studiert und 11 von 30 Parteien kann man als ausländerfeindliche oder antieuropäische bezeichnen. Einige von diesen Parteien haben auch in ihren Namen anti-islamische Parolen, wie zum Beispiel Block gegen Islamisierung, Heimatschutz oder die Vernünftigen stoppt die Migration und Diktat der EU. Ja, in den Straßen Prags kann man Plakate mit Worten Nein zum Islam, Nein zum Terrorismus sehen und wenigstens eine von diesen Parteien ins Parlament eintritt. Das ist schon sicher. Dabei leben in Tschechien etwa 15.000 Muslime, die ganz gut integriert sind. Und in der gegenwärtigen Migrationskrise haben wir nur mehrere hundert Leute eingenommen. Es ist nur meine Hypothese, aber in diesem Kontext kann man schon besser verstehen, warum die lang bestrittene Gedenkstätte der Roma und der Deutschen endlich zur Realisierungsphase kommen, weil die beiden ihre Kraft als konstruierte Feinde verloren haben. Oder besser gesagt, sie wurden von einem neuen konstruierten Feind, den Islam, ersetzt. Ja, also das ist eine Bilanz, nicht ganz lustige Bilanz aus Tschechien, aber vielleicht, es kommt auch harmonisch besser. Dabei wolltest du harmonisch sein, ja. Also vielen Dank, Jakub. Also man bekommt hier schon den Eindruck, dass es viel widersprüchlicher ist. Du hast so auf der einen Seite von der Stagnation gesprochen, von der Tatsache, dass es eigentlich wenige Kontroversen gibt in erinnerungs- und geschichtspolitischen Diskursen. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr aufgeladene politische Situation im Moment mit starken ausländerfeindlichen, islamophoben Tendenzen. Herr Bösch hat gestern etwas erwähnt und da wollte ich darauf zurückkommen. Und zwar haben Sie gesagt, dass viele Populisten davon träumen, in die Geschichte einzugehen und Geschichte neu zu schreiben. Und Jakub, du hast die Wahlen erwähnt. In der nächsten Woche kann es sein, dass eine Partei die Wahlen gewinnen wird, eines Großunternehmers, Andrej Babiš. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, mit seiner Bewegung Anon. Er hat 2013 es erstmals geschafft, ins Abgeordnetenhaus einzuziehen mit einer Ansage, er möchte den Staat führen wie ein Unternehmen. Er ist ein populistischer Politiker und jetzt meine Frage an dich, meinst du, Babiš träumt davon, in die Geschichte einzugehen und was heißt das? Was heißt das? Weil man sieht ja durchaus, der Staat greift vielleicht nicht so ein, aber es wird doch gelenkt, indem man dann vielleicht kritische Projekte einfach stoppt. Was bedeutet das? Was macht Babiš nach der Wahl? Eigentlich, ich würde sagen, niemand weiß, weil eigentlich Babiš so eine Figur ist, die überhaupt nicht über die Geschichte, Geschichtspolitik, über die Geisteswissenschaften nachdenkt und spricht. Er ist ein totaler Pragmatiker. Er kann die Geschichte und die Geschichtspolitik benutzen, wenn das es ihm lohnt. Also zum Beispiel bei diesem Leti, in diesem Roma-KZ-Lager. Also wie er das macht, spricht ganz einfach mit den Leuten. Und er hat erwähnt, dass sie nicht arbeiten wollten und deshalb waren sie interniert. Aber dann hat er um 100% gedreht und auch die Punkte gewonnen dafür, dass er endlich nach 20 Jahren das geschafft hat. Er hat das Geld als Finanzminister für das Abkauf gegeben. Mhm. Der andere Fall ist im Uherské Hradiště. Es ist in Mähren ein kommunistisches Gefängnis. Es ist auch seit 20 Jahren eine Diskussion, ob man eine Gedenkstätte
im Gefängnis bauen sollte. Und er, obwohl er ein Staatssicherheitsmitarbeiter war, er sagte, dass man ein Museum bauen sollte. Also er ist ganz unberechenbar. Man weiß nicht, was er denkt eigentlich über diese Fragen, weil er so flexibel ist. Und wenn er ein Vorbild in der Geschichte hat, so, dann ist da Jan Antonín Baťa, ja, der Schuhherrscher, der hat in den 30ern ein Buch veröffentlicht, wir bauen einen Staat für 40 Millionen, hieß das, für 40 Millionen Bürger. Und Babiš hat jetzt auch so ein Buch veröffentlicht, es heißt Worüber ich träume, wenn ich zufälligerweise schlafe. Und da sind eigentlich die Batja-Ideen sind lebendig für ihn, dass er die Autobahnen bauen will, dass er die Flughafen bauen will, die ja, industrielle Infrastruktur stärken will und so weiter. Also es ist eigentlich auch der Grund, warum er so große Unterstützung in Tschechien hat, weil er so zukunftsorientiert ist im Vergleich zu den anderen Politikern. Mhm. Also das ist auch, ja, man muss sagen, ein Positivum von ihm eigentlich, obwohl ich ja da überhaupt nicht mit ihm übereinstimme. Das, ja, da kann ich dann noch mal ganz kurz mit einer Rückfrage an Eva Clarita anschließen. Wir haben gestern gehört, Herr Peters hat das gesagt, dass in Polen das liberale Narrativ vom Triumph der Freiheit heute Glaubwürdigkeitsprobleme hat. Ich würde dich gerne fragen, wie siehst du das in Bezug auf Estland? Ist das so oder gibt es da Tendenzen oder ist es im Gegenteil, gestaltet sich das dort ganz, ganz anders? Ganz, ganz anders würde ich nicht sagen, denn auch in Estland gibt es natürlich die sogenannten Verlierer der Transformation, die ja, auf der einen Seite eine politische Heimat in der Zentrumspartei gefunden hat, die Tallinn regiert schon seit vielen Jahren. Und damit politisch sozusagen im demokratischen, naja, wie man will. Also manche interpretieren die Zentrumspartei als nicht demokratische Partei. Aber nichtsdestotrotz noch im Prozess drin waren. Jetzt ist aber eine neue Partei aufgetaucht, die in den letzten Wahlen auch ins Parlament gekommen ist, die ECRE. Das ist eine rechtsradikale Partei, kann man sagen. Und die hat einen antieuropäischen, also genau diese illiberale und antieuropäische Narrative picken die auf und verbünden sich auch mit den, wie heißen sie, die echten Finnen, die Partei und diversen anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa. Die sind noch sehr marginalisiert, keiner koaliert mit ihnen, keiner will sie, also sie werden anders als die Zentrumspartei, die mittlerweile die Regierung stellt nach den letzten Wahlen, wird diese Partei tatsächlich ausgeschlossen von irgendwelchen Koalitionsgesprächen. Aber sie sind natürlich in der Öffentlichkeit eine Stimme und sie haben offensichtlich auch Zulauf. Und es gibt natürlich schon die sagen, diese ganzen westlichen Werte die wollen wir nicht und Familienwerte. Und ich meine, Estland ist in der Hinsicht sehr fortschrittlich, die gleichgeschlechtliche Ehe ist verabschiedet und so weiter. Aber das ist mit vielen Debatten einhergegangen. Und es gibt immer welche, die das Gefühl haben, sie sind die Verlierer. Das ist oft die ältere Generation und es ist oft die Russen, die russischsprachige Bevölkerung, die eher konservativ tickt, auch in diesen Wertekanon. Und die damit nichts anfangen kann, was diese jungen, hippen, tollen, liberalen Politiker da machen. Aber wie gesagt, sie sind eher noch in der Minderheit und noch ist die liberale Geschichte nicht zu Ende. Also der Narrativ von Fortschritt und Modernisierung und Digitalisierung, natürlich ganz besonders groß, ist sehr stark. Und es ist eine sehr, man hat das Gefühl, es ist eine sehr junge Gesellschaft, wenn man sich die politische Landschaft anguckt, was sie nicht sind. Denn es sind oft die Alten, die eben, denen es schlechter geht und die aber nicht wirklich eine Rolle spielen, die nicht vertreten sind in der Politik und die auch wenig deren Sorgen und deren Probleme wenig aufgegriffen werden. Also man kann dann auch wieder beklagen, dass es eben einen Mangel an Debatten gibt und insofern auch einen Mangel an demokratischer öffentlicher Kultur, dass eben auch soziale Fragen mal thematisiert werden. Die Sozialdemokraten, ich weiß nicht, ob man die überhaupt Sozialdemokraten nennen kann, weil so wirklich die sozialen Probleme aufgreifen, tun sie nicht.
Das ist eine Zentrums, rechts vom Zentrum gelagerte Politik, die da betrieben wird nach wie vor. Das mag sich jetzt ändern, man muss es abwarten mit dieser neuen Regierungskonstellation, mit der Zentrumspartei in der Führung und den Sozialdemokraten und eben dieser Vaterlandspartei in der Koalition. Das schlägt sich nicht geschichtspolitisch nieder, aber das schlägt sich eventuell sozialpolitisch wieder. Also dass die vielleicht die Sorgen derer, die sich eben entfremdet fühlen, wirklich von diesem liberalen Narrativ dann doch aufgreifen. Vielen Dank. Bevor ich jetzt dem Publikum die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen, noch eine letzte Frage an euch beide, weil ich wurde wirklich erinnert, ich muss die Zeit einhalten. Es wurde schon erwähnt im Panel davor, 1918, 2018, also im nächsten Jahr wird es ja ein großes Gedenkjahr geben. In Tschechien ist die 8. Reihe immer ganz besonders intensiv wegen 38, 48, 68 und natürlich auch wegen 1918. Und 1918 wird auch in Estland ein wichtiger Punkt der Erinnerung sein. An euch die Frage, wie denkt ihr, wird sich das gestalten? Und wir haben hier schon öfter über Generationenwechsel gesprochen. Gibt es denn da jetzt, gibt es in diesem Zusammenhang junge Akteure und Akteure, die sich da beteiligen? Also jetzt im Vergleich zu vor 10 Jahren zum Beispiel. Wer möchte beginnen? Ich kann gerne beginnen. 2018 sollte ursprünglich, im Frühjahr 2018 sollte ursprünglich die Präsidentschaft, die EU-Präsidentschaft in Estland sein. Dann ist Brexit passiert und die Esten sind vorgerutscht, was allgemein wahrgenommen wurde als ein großer, als ein Rückschlag, denn sie wollten das eigentlich ganz groß zelebrieren, eben auch 100 Jahre Estland. Diese ganze Erinnerung an 100 Jahre Staatlichkeit ist natürlich sehr ambivalent, denn de facto hat der Staat 20 Jahre existiert, dann war er okkupiert und dann ist er wiederhergestellt worden. Nichtsdestotrotz ist das immer schon ein sehr wichtiges Datum gewesen, der 24. Februar, und im nächsten Jahr sind also viele Initiativen. Ehrlich gesagt arbeiten verschiedenste Gruppierungen schon seit Jahren darauf hin. Es sind überall im Lande sind Eichen gepflanzt worden bis zum 100. Jahrestag. Das ist also so eine Geste, wir pflanzen Bäume für die Ewigkeit. Was vielleicht jetzt geschichtspolitisch interessant ist, ist, dass das Okkupationsmuseum, das ist ein privates Museum in Tallinn, was aber nichtsdestotrotz sehr wichtig ist, im Moment an einer kompletten Umgestaltung der Ausstellung arbeitet. Das geht auch einher mit einem Generationenwechsel. Eine sehr junge Direktorin, die ausgebildet in den Vereinigten Staaten gekommen ist und gesagt haben, wir müssen eigentlich den Narrativ ändern. Wir wollen nichts verneinen, was gewesen ist, aber wir wollen von dieser Opfernarrative weg. Die führt zu nichts. Und wir wollen daraus eine Befreiungsnarrative machen oder eine Narrative der Esten im ewigen Kampf um ihre Freiheit, den sie mit der singenden Revolution endlich erlangt haben. Und das ist natürlich, das spannt die Linie von 1918 bis 91 oder eben dann auch 2018 mit der Neueröffnung dieser Ausstellung, spannt es den Bogen und will halt sich dann auch umnennen. Es wird dann nicht mehr Okkupationsmuseum heißen, sondern Freiheitsmuseum, schick, sehr schick und sexy, abgekürzt in Wabamu. Und das verkauft sich gut und ist aber wirklich eine interessante Entwicklung, wo ich eben auch diesen Generationenwechsel sehe, dass wirklich die jüngere Generation sagt, wir müssen weg von diesem, wir haben natürlich immer noch die Okkupation da drin, wir haben die Leiden der Bevölkerung, wir haben die Massendeportationen, wir haben die Geschichten der Rückkehrer aus Sibirien und so weiter, wir haben das alles noch drin, aber wir wollen den Grundton ändern. Und der Grundton soll einer der Hoffnung sein und einer des Erfolgs. Denn wir sind erfolgreich heute. Ja? Und das finde ich einen ganz interessanten Wechsel, der da stattfindet, der sehr viel mit der Generation, mit dem Generationen. Und es wurde auch tatsächlich heftig kritisiert von Opferverbänden, von der älteren Generation, von den Opferverbänden, die sagten, aber dann wird unsere Erinnerung verschwinden in all diesem super Pomp von, ne, von Freiheit und so weiter. Und da mussten die Akteure doch sehr auch dagegen halten und diskutieren. Und das hat auch stattgefunden. Ja, ich denke, es ist ein gutes Beispiel, an dem man die Schwächen und auch die Stärken der tschechischen Geschichtspolitik zeigen kann. Also die Feierlichkeiten für das nächste Jahr sind ganz, ganz pluralistisch. Es gibt verschiedene, ja, hunderte von Initiativen, die was vorbereiten. Auch die staatlichen Institutionen vorbereiten verschiedene Ausstellungen, Bücher, Diskussionen, Seminare, alles. Das wird von dem Staat unterstützt, bezahlt. Der Staat fragt eigentlich nicht, was sie mit dem Geld machen. Er
ja, er gibt nur das Geld an die Institutionen, die können ganz frei was ausdenken. Also ein ganz großer Unterschied zu Polen oder zu Ungarn, also von der staatlichen Seite gibt es eigentlich keine Lenkung oder Bevormundung oder sowas. Also es gibt viel Freiheit, aber andererseits, es fehlt eigentlich an einigen neuen Impulse oder, ja, man kann sagen, Kontroversen oder Konflikte. Ja, man kann sagen auch, ja, lucky you in Polen, dass ihr die Konflikte habt, weil die Konflikte und die Streitigkeiten bringen die Diskussion und ja, neue Gedanken, neue Museen, wie zum Beispiel Polin oder das Museum in Danzig. Das haben wir in Tschechien leider nicht. Also ich denke, die Feierlichkeiten, die werden vor allem eine, ja, Retrospektive sein eigentlich, dass man in einem Familienalbum der Tschechoslowakei so die Seiten umblättern wird und ja, einfach die Fotos anschauen wird. Ja. Dann gebe ich jetzt dem Publikum Raum. Ich würde Sie bitten, wenn Sie Ihre, bevor Sie Ihre Fragen stellen, stellen Sie sich bitte ganz kurz vor. Das wäre sehr nett. Dann beginnen wir doch gleich. Beginnen wir hier mal mit der neuen, mit der jungen Generation. Ja, bitte schön. Hallo, Margarete Zimmermann, ich promoviere in osteuropäische Geschichte und ich habe eine Frage an Sie, Frau Pedey. Es geht um die Rolle der Kirche in Estland, und zwar der russisch-orthodoxen Kirche, die ja zwei Jurisdiktionen in Estland hat und auch eine gewisse und nicht unerhebliche Rolle, wie ich glaube, in der Geschichtspolitik des Landes spielt. Wie würden Sie es einschätzen? Günter Fertberg, Philosoph. Eine Frage an Herrn Jarisch, den Prager Frühling 68 betreffend. Das war für mich persönlich das einschneidendste Erlebnis in meinem politischen Leben. Und ich habe in West-Berlin viel gemacht, um die Erinnerung und die Analysen des Prager Frühlings im Gedächtnis zu behalten und merke nun, dass seit 1990 in Tschechien das Interesse am Prager Frühling radikal gesunken ist, dass es überhaupt nur noch als eine Art Putsch betrachtet wird von Herrn Dubček und dass sich dann die Entwicklung anschließend wieder in alten Bahnen bewegt hat. Das heißt, alles das, was ich als Potenzial einer Demokratisierung in Tschechien gesehen und erlebt habe, das wird derartig weit runtergehängt. Und ich möchte von Ihnen gerne wissen, wie sieht heute das Bild des Prager Frühlings in der akademischen Öffentlichkeit, in der publizistischen Öffentlichkeit und vor allen Dingen in den Schulen aus? Kurze Frage an Herrn Jarisch, vielleicht aber auch an Frau Pedey. Ich kenne die Diskussionen um Lati und das Roma-Gedenken eigentlich nur aus der IRA, der International Holocaust Remembrance Alliance. Und meine Frage wäre, hat die überhaupt irgendeinen Einfluss oder ist das eine vollkommener Nebenschauplatz? Es gibt eine internationale Holocaust Remembrance Alliance und in den letzten Jahren war die Frage dieser Situation in Leti in jeder der zweimal jährlich stattfindenden Plenaries ganz zentral. Ja? Aber wenn ich Ihnen zuhöre, hat das überhaupt keinen Impact auf nationaler Ebene. Das heißt, die Frage wäre auch, haben internationale Organisationen wie die IRA, die ja offenkundig praktisch unbekannt ist, überhaupt einen Einfluss?
Nein, ich habe jetzt nur noch mal die Fragen verteilt. Also Sie haben das ja gehört, Huss 1968 und Letty noch mal hier für Jakob und für Eva Clarita noch mal die Frage der Rolle der Kirche. Jakob, beginnst du. Du möchtest dich ein bisschen sammeln, dann machen wir mit dir. Ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich wissen Sie mehr über die estnische orthodoxe Kirche als ich. Sie wird in der, ich weiß, dass es Streitereien gibt, vor allen Dingen auch der estnisch-orthodoxen Kirche in Abgrenzung vom Moskau-Patriarchat, das immer wieder natürlich betont wird, dass sie sich bereits in den 20ern oder wann auch immer sie sich abgespalten haben, eigenständig gewesen sind. Es gab Streitereien um Eigentum, Rückgabe von Kircheneigentum. Aber in der geschichtspolitischen Debatte, in der öffentlichen Debatte um die Auseinandersetzung mit der Sowjetherrschaft oder so spielt die Kirche wenig eine Rolle. Das liegt natürlich auch daran, dass Estland, das neben Tschechien das säkularste Land in Europa ist und wirklich die Kirche mini Zulauf hat und keine Rolle spielt. Also ganz ehrlich, würde ich jetzt mal ganz radikal so sagen. Insofern, also das wäre meine Antwort, aber vielleicht wissen Sie mehr als ich, vielleicht gibt es Debatten, die mir nicht bewusst sind. Genau, in diesen Streitereien mit Moskau, genau, mit dem Moskau-Patriarchat, klar, da kommt das ab und zu mal in der Presse vor, aber sonst nicht. Ich würde gerne auch noch auf die Taskforce zurückkommen. Gerne. Die hat natürlich im Baltikum schon eine sehr große Rolle gespielt, in den ersten Jahren natürlich. Die sind alle Mitglied, sie haben alle das beantragt und damit natürlich gewisse Kriterien auch erfüllen müssen, im Sinne von Forschung, aber auch Erinnerung. Estland in speziell hat rezipiert den Holocaust als ein Ereignis, was sie nicht betrifft. Da können Historiker noch so viel forschen und versuchen, Aufklärung zu betreiben. Es betrifft sie nicht wirklich. Es ist auch tatsächlich nicht im sozialen Gedächtnis verwurzelt, dadurch, dass einfach die jüdische Bevölkerung immer sehr, sehr gering war. Und man kann es erklären auf verschiedenste Weise, aber es rechtfertigt natürlich nicht den Mangel an Auseinandersetzung mit Arbeitslagern und Konzentrationslagern und so weiter in Estland auch. Die Taskforce hat dazu geführt, der Beitritt, dass sie einen Holocaust-Gedenktag eingeführt haben, aber anders als zum Beispiel Lettland und Litauen haben sie keinen eigenen, sondern haben den 27. Januar genommen. Und das zeigt so ein bisschen, ne? Das ist ein fremdes Gedenken, was wir halt jetzt übernehmen, weil das muss man machen, um nach Europa zu kommen, ne? Aber es ist nicht wirklich Teil unserer historischen Erzählung. Mhm. Jakob? Ja, danke für die Fragen. Jan Hus, ja, wir haben 2015 600 Jahre von seinem Tod zelebriert. Und er wurde als eine nationale Figur vorgestellt, ein nationaler Held. Also eigentlich die Fragen der Kirche, der Theologie, Jan Hus als eine theologische Figur vorzustellen, das war überhaupt nicht in der öffentlichen Debatte. Eigentlich, ja, obwohl, ja, für Jan Hus wäre das ein Ärgernis natürlich. Aber das ist dasselbe mit Karl IV., das war im vorigen Jahr, ja, sein Geburtsjubiläum. Und das war wieder nur so national gestaltet, der nationale Held, ja, obwohl er ein Luxemburger war und ja, in Frankreich studierte und ja, auch der deutsche König war und so. Aber das war in der Debatte überhaupt nicht präsent. Entschuldigung, vielleicht kannst du da kurz auch noch erwähnen, dass Jan Hus auch schon vor 89 natürlich als, ja, natürlich, ja, Nationalheld galt. Also ja, ja. Ja, also das war auch eine kommunistische Figur, natürlich. Ja, dann Prager Frühling. Also das ist eine ganz, ganz komplizierte Geschichte und ich kann nicht alles beantworten, ja, wie das in der Akademie, in der Schule und überall diskutiert wird. Ich würde nur sagen, dass eigentlich die Erbschaft von Prager Frühling in der öffentlichen Debatte in Jan Palach transformiert wurde. Das ist die Hauptfigur heute. Es entsteht ein Museum Jan Palachs in seinem Geburtshaus in Všetaty. Es wird ein neuer Film gedreht über Jan Palach. Es wurde dieser Film von Agnieszka Holland in HBO Burning Bush gedreht mit einem riesigen Erfolg. Also Prager Frühling wird jetzt durch Jan Palach symbolisiert, weil, das ist meine Hypothese, weil er eigentlich wieder für alle
akzeptabel ist, auch für die Linken, auch für die rechten Seite des politischen Spektrums. Und das ist mit dem Prager Frühling in diesem politischen Sinne nicht so. Also ja, die Sozialdemokraten, die haben manche Versuche gemacht, wie der Prager Frühling als ein Vorbild für die sozialdemokratische Politik vorzustellen, aber das eigentlich war kein Erfolg. Und ja, endlich zu Lette und ja, den ja, internationalen Einfluss eigentlich. Eigentlich das Ganze wurde von einem Amerikaner hervorruft, der in der tschechischen Presse einen Artikel veröffentlichte über Lette, Konzentrationslager, und wurde dafür auch beschimpft. Ja, das ist der Ausländer, der was zu uns sagen soll. Aber offensichtlich ja, auch EU-Beitritt Tschechiens und auch dieser Druck hat schon was beeinflusst. Also ich habe über den Abkauf von dem Schweinmast gesprochen, aber nebenan steht schon heute ein, ja nicht Museum, es ist so eine Gedenkstätte. Eine, oder, ja, Erinnerungsort. Ja, genau. Und eine kleine Ausstellung auch mit der Rekonstruktion der Baracks. Ja, also sowas gibt es schon. Es ist symbolisch, dass diese Gedenkstätte unter Lidice Gedenkstätte eingeordnet ist. Und auch in Mähren gibt es ein Lager in Hodonín bei Kunstadt. Das war für die mährische Romas. Und das wurde unter dem, wenn Ondřej Liška von den Grünen Bildungsminister war. Also er hat ein ja, Museum auch dort errichtet. Und das ist heutzutage unter dem pädagogischen Museum eingeordnet. Also ja, es ist nicht ganz professionell gemacht. Also das waren die Lücken, wo man was machen konnte. Danke, wir machen jetzt noch eine zweite Runde. Marianne, du hattest eine Frage, dann gehen wir zu Ihnen. Ich habe eine Frage in Bezug auf Tschechien, und zwar die Trennung zwischen Tschechien und der Slowakei. Ist es in irgendeiner Weise geschichtspolitisch begleitet worden? Gab es eine Debatte um Neubegründung der Nation oder welche Begründungen hat man da mobilisiert? Und ja, hier bitte noch. Ja, ganz kurz, Volker Schmidt. Also ich könnte jetzt viel erzählen, ich komme eher aus dem IT, also aus dem technischen Bereich. Insofern möchte ich jetzt erst eine eher unqualifizierte Frage stellen, vermute ich mal. Es gab ja mal so ein Land, das nannte sich Tschechoslowakei, wo sich dann sozusagen die Eigenstaatlichkeit Slowakei, Tschechien entwickelt hat. Die Frage wäre, gab es da einen unterschiedlichen Narrativ? Einerseits sozusagen der gemeinsamen Geschichte, Tschechoslowakei, bis zum Ende des Kommunismus, der nationalen Trennung. Und gab es da wirklich eine Auseinanderentwicklung des Narrativs, Geschichtswahrnehmung? Oder ist man sich da in vielen Themen einig? Und wo sind dann möglicherweise die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, geschichtliche Wahrnehmung, geschichtliche Deutung? Gibt es jetzt hier noch eine Frage? Ja, bitteschön. Ja, ich würde nur noch kurz noch sehen, also im Grunde habe ich das so verstanden, der Unterschied in der Behandlung der sudetendeutschen Betrachtung der sudetendeutschen ist minimal oder ist jetzt quasi, da hat sich also elementar jetzt nichts so vollzogen, dass man sagen könnte, Bestandteil der Tschechischen Republik gewesen oder so weiter, nicht alle Nazis und so weiter, und es gab ja diesen Film Töten auf Tschechisch oder so weiter, der so ein Stein ins Rollen gebracht hatte, und ja, kann man sagen, dass es gibt da irgendwie jetzt. Entschuldigung, meinen Sie den Film Die Mühle von Habermann? Meinen Sie diesen Film? Die Mühle von Habermann, meinen Sie den? Habermann auf Mlin? Nein, ich meinte ja den anderen Titel, aber ich hab nicht gesehen, ich hab nur einen Bericht darüber gehört, und ja, kann man sagen, das ist entspannt, weil es im Grunde nicht betrifft und weil es etwa so gleich geblieben ist, die Betrachtung der Sudetendeutschen, ja. Okay, willst du? Ja, Slowakei und Tschechoslowakei. Also es ist kein Thema eigentlich in der Geschichtspolitik. Und es wird überhaupt nicht diskutiert. Es wird in der Slowakei diskutiert, die Beziehung zu Tschechien. Aber in Tschechien, es ist symptomatisch, dass in den meisten Ausstellungen über die Geschichte der Tschechoslowakei und auch ja, letztendlich in den meisten Büchern wird über die Tschechoslowakei gesprochen, aber man meint immer nur Tschechien.
Also in der Ausstellung, die ich erwähnte, in Vítkovhígl in Prag, es heißt die Kreuzungen des tschechoslowakischen und tschechischen 20. Jahrhunderts. Und es gibt überhaupt kein Wort über, über die Slowaken. Und die Ausstellung endet auch im Jahre 1989 und ja, nicht 1993, was ich mit diesem Titel die Kreuzung der tschechischen und tschechoslowakischen Geschichte aus ein besseres Ende platzieren würde. Und zu den Sudetendeutschen, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber wie würden die Sudetendeutschen heute betrachtet in Tschechien? Das war die Frage. Gibt es da Veränderungen? Ja, also ja, da gibt es schon Veränderungen und das würde ich sagen, ist schon ein Erfolg der tschechischen Geschichtspolitik und vor allem der tschechischen Geschichtskultur in diesem breiteren Sinne. Weil es wurde eigentlich nicht so stark von dem Staat beeinflusst, aber vor allem von verschiedenen Bürgerinitiativen. Ja, man kann hier zum Beispiel Antikomplex nennen, der schon vor seit 20 Jahren begonnen hat, dieses Thema zu diskutieren. Und ich denke, es ist auch symptomatisch für Tschechien, dass sie und ja, auch die anderen haben das nicht so kontrovers gemacht oder provokativ gemacht. Die haben einfach die Fotos aufgestellt von der Landschaft, wie das in den Sudetenland damals aussieht, vor dem Krieg und heute. Also nur mit diesem Vergleich hat man das Thema eröffnet. Und nach 20 Jahren ständigen Arbeit hat das schon etwas gebracht. Also ich hoffe, dass dieses Jahr dieses Thema die Wahlen nicht beeinflussen wird, weil es schon eigentlich nicht salonfähig ist. Ja, auch deshalb, weil wir haben jetzt einen neuen Feind Islam gefunden, das ist schon wahr. Aber in der jungen Generation hat das eigentlich die Kraft verloren schon. Und ich denke, das wird sich nicht ändern. Das ist schon aufgearbeitet, kann man sagen. Mhm. Ich würde jetzt gerne noch eine abschließende Frage stellen, weil Sie haben ja die Rolle von Künstlerinnen und Künstlern ein bisschen angesprochen. Das ist eine Frage, die mich sehr, sehr interessiert, weil ich das beobachte, dass in Tschechien vor allen Dingen Schriftstellerinnen und Schriftsteller schon einen Beitrag geleistet haben, wenn es darum geht, erinnerungs- und geschichtspolitische Impulse zu geben. Also an euch beide die Frage, wie gestaltet sich das in den Ländern? Gibt es da Künstlerinnen und Künstler, Intellektuelle, die ganz besonders wichtige Impulse gegeben haben in den letzten Jahren? Eva Clarita? Also soweit ich das sagen kann, es hat einige interessante Impulse gegeben im Film, der jetzt nicht die Hauptnarrative direkt in Frage gestellt hat, aber der die Geschichte auf eine Weise, also historische Filme, Spielfilme, die mit Techniken gearbeitet haben oder eben Darstellungen gebracht haben, die eher nachdenklicheren Ton angestimmt haben. Also eine zum Beispiel 1944, ein Film, in dem eben die Tragik von Esten auf beiden Seiten der Front thematisiert wurde, der Bruderkrieg, wenn man so will, der da stattgefunden hat, dass eben Esten sowohl in der Roten Armee als auch bei der Waffen-SS waren. Und der das eben ohne Verurteilung und ohne Anklage einfach darstellt. Und einfach, natürlich ist da auch wieder diese Opfernarrative drin, ne? Wir sind alle Opfer gleichermaßen fremder Herrscher und Okkupationen. Aber nichtsdestotrotz war das was Neues, eben vor allen Dingen auch die Rotarmisten, die estnischen Rotarmisten endlich mal auch in den Blick zu nehmen. Die sind nach 91, nachdem sie in der Sowjetzeit natürlich immer die Helden waren, waren sie komplett vergessen, lange Zeit. Und der andere Film, da geht es wieder um Deportationen, aber auch der bedient natürlich die Narrative von der goldenen Zeit in der Zwischenkriegszeit und dem wunderschönen unabhängigen Estland und dann diese bösen Russen und die Okkupation. All das ist da, aber die Art und Weise wieder, wie es dargestellt ist, ist vorsichtiger und ist meiner Meinung nach eine interessante Art und Weise, eben auch für die öffentlichen Debatten darüber nachzudenken. In der Literatur,
Also sagen wir mal so, in der Wissenschaft und auch in den NGOs steigt das Interesse an am Spätsozialismus, an den späteren Jahrzehnten, dieser Wunsch, weg von diesem Totalitär-Narrativ zu kommen und hin zu Alltagsgeschichte, zum Verstehen, wie war das Leben in der späten Sowjetzeit, dann auch die interethnischen Beziehungen in dieser Zeit in den Blick zu nehmen. Und dann eventuell, und das ist so meine Hoffnung, das kommt noch nicht wirklich, aber dass aus dieser Szene von jungen NGO-Aktivisten und Historikern und Sozialwissenschaftlern eben dann auch langfristig eine gemeinsame Erzählung entstehen kann, auf die sich sowohl Russen als auch Esten einigen können, die dann vielleicht tatsächlich den Krieg ausklammert, denn ich glaube, ich sehe da keine Einigung, aber die sich dann eben auf die gemeinsamen Jahrzehnte in der Sowjetunion fassen, wo es natürlich große Unterschiede gab zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen wieder, aber eben auch viele Gemeinsamkeiten im alltäglichen Erleben dieses Regimes. Das ist, also ich glaube, aus der Szene, aus der Wissenschaft und aus den Initiativen, auch aus der Uni, die Uni hat eine Zweigstelle in Narva, wo eben auch aktiv, da werden vor allem russischsprachige Esten ausgebildet zu Lehrern und auch da finden immer wieder Impulse statt, immer wieder Überlegungen, wie kann man, da, auch da wird nicht wirklich die Geschichte so sehr angesprochen, weil das ist ein heikles Thema, das wissen alle, aber da werden Gemeinsamkeiten gesucht und ich glaube, da liegt eher so die Neuerung. Vielen Dank, Jakub. Ja, natürlich, aber ich werde das ein bisschen breiter fassen, dass eigentlich auch diese Schriftsteller, Künstler, ja, Intellektuelle, das ist ein Signal dafür, dass was Gutes in Tschechien passiert, geht von unten, von der Zivilgesellschaft, wenn man das ein bisschen simplizit plakativ sagt. Und Problem ist, dass wir immer vergessen, dass wir auch einen Staat haben. Ja, also wir werden jetzt in den Wahlen sehen, was passiert. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind sehr pünktlich. Das heißt, Sie können jetzt in die Kaffeepause gehen, entspannt in die Kaffeepause gehen. Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken und natürlich vor allen Dingen bei Jakub und Eva Clarita. Für mich war das sehr aufschlussreich. Ich hoffe auch für Sie. Wir haben wieder festgestellt, es gibt viele Ähnlichkeiten, Unterschiede und auch zwischen diesen beiden Ländern. Also genießen Sie Ihren Kaffee oder Tee. Vielen Dank. Applaus